Sie sind hier 31. August 2018, 21.07 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Malaika Mihambo verpasste das Podium in Brüssel. Urheberrecht Getty Images. Die Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo schafft es in der Diamond League in Brüssel nicht aufs Podium. Damit verpasst sie $50.000. Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat beim vorletzten Wettkampf einer langen Saison den großen Geldsegen verpasst. Beim zweiten Teil des Diamond League Finals in Brüssel kam Mihambo am Freitagabend mit 6,61 Meter auf Platz 4 und verpasste damit den Disziplin-Jackpot von $50.000, 43.000 Euro, um 20 cm. Sieg und Prämie sicherte sich Kolumbiens Dreisprung-Olympiasiegerin Caterine Ibargen mit 6,80 Meter. Mihambo, die am Sonntag noch beim ISTAF in Berlin antritt, durfte sich immerhin mit $6.000, 5.160 Euro, trösten. 13 Tage zuvor hatte Mihambo noch mit 6,96 Metern beim Königsklassen-Meeting in Birmingham gesiegt, diese Weite hätte nun klar zum Jackpot gereicht. Platz 4 für Diskuswerferin. Platz 4 gab es wie schon bei der EM in Berlin für Diskuswerferin Claudina Vita, 61,33 Meter, nach 6 Disziplinsiegen in Folge riss überraschend die Erfolgsserie der kroatischen Olympiasiegerin Sandra Perkovic, 64,31, die beim Sieg der Kubanerin Jemperes, 65,00, nur Dritte wurde. Die EM-Zweite Nadine Müller, 58,24, kam auf Platz 7 von Sportinformationsdienst.